Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, ich habe mir überlegt, ich nehme euch diese Woche mal ein bisschen in meinen Alltag mit. Ich habe ja die letzten Male gevloggt, wenn ich irgendwie bei meinen Eltern haushitten war oder irgendwie, weiß ich nicht, ein besonderes Wochenende hatte, irgendwie. Aber ich dachte mir, ich zeige einmal so ein bisschen, wie das bei mir aussieht, wenn die Woche ganz normal durchläuft. Und ich habe ein bisschen Schiss, jetzt noch das Vloggen mit dazu zu nehmen diese Woche, weil ich schon eine sehr volle Woche habe. Viele Termine, das Wochenende ist verplant und so weiter und so fort. Aber ich werde es einfach probieren, hoffe, dass es klappt. Und wenn nicht, dann werdet ihr den Vlog einfach nicht zu Gesicht bekommen. Also schauen wir mal. Ich mache mir jetzt auf jeden Fall erstmal einen Kaffee und ein herzhaftes Frühstück und werde vielleicht sogar auf der Terrasse frühstücken, weil heute scheint wieder die Sonne und das ist sehr, sehr schön. Ja, hallo erstmal, es ist Dienstag und das Vloggen gestern hat überhaupt nicht geklappt. Ich habe es mir schon fast gedacht. Ich habe gestern versucht, auf der Terrasse zu frühstücken, aber dann kam auch ziemlich schnell der Regen. Das heißt, ich wurde dann so ein bisschen vertrieben nach drin, habe meine Stunden vorbereitet, habe Musik rausgesucht. Alles Sachen, die ich erstens nicht richtig zeigen kann und zweitens vielleicht auch nicht so spannend sind, weiß ich nicht. Dann hatte ich Unterricht. Das Problem ist halt, dass ich im Unterricht auch nicht filmen kann. Ich kann meine Teilnehmer nicht zeigen. Ich kann die Kinder nicht einfach auf YouTube stellen. Das geht nun mal nicht. Und ansonsten hatte ich dann abends auch noch einen Kurs, den ich vertreten habe. Also das war jetzt kein regulärer Kurs von mir, sondern ein Kurs. Wie sehe ich eigentlich aus? Ein Kurs, den ich für eine Freundin vertreten habe, wo ich euch aber auch jetzt nichts von zeigen kann. Wir haben Jazz und Modern getanzt, hatten Techniktraining und das war ein langer Tag und ja, ging bis 21.30 Uhr und dann war ich erst nach 10, glaube ich, wieder zu Hause. Hundemüde auf der Couch und das war mein erster Arbeitstag in dieser Woche. Heute ist jetzt Dienstag und ich muss auch gleich wieder los. Heute startet meine eine Schulkooperation. Da habe ich zwei Kindertanzkurse. Das ist immer ganz spannend nach den Ferien einfach zu gucken, welche Kinder da sind, welche Kinder kenne ich vom letzten Jahr, welche sind neu, wie sind die so, wie machen die sich so. Und ja, dafür muss ich jetzt gleich auch noch mal kurz einen Tanz durchgehen, den ich schon mal woanders unterrichtet habe, den ich jetzt mit den Kindern neu anfangen möchte. Und ansonsten geht es dann halt von einem Kurs zum nächsten und auch heute wieder bis 21.30 Uhr und dann werde ich sicherlich auch wieder sehr K.O. sein. Aber ich habe eben, als ich ein bisschen fern geguckt habe, gesehen, dass heute die Höhle der Löwen anfängt und das finde ich immer ganz cool. Deswegen werde ich wahrscheinlich heute Abend nach dem Arbeiten dann noch da reinschauen und ja, so den Tag ausklingen lassen. Alles aber, wie gesagt, Sachen, die ich nicht so richtig zeigen kann. Was ich euch aber noch zeigen kann, ist eine Sache, die ich gestern noch bei Aldi geshoppt habe. Und zwar, Aldi ist sowieso irgendwie der Laden oder mein Laden. Die haben ständig irgendwelche Sachen im Angebot, die ich irgendwie gerade gebrauchen kann oder gerne haben möchte. Und die haben jetzt gerade seit gestern Pflanzen im Angebot. Und zwar nicht kleine Beetpflanzen oder, also haben sie auch, oder Zimmerpflanzen, sondern wirklich große Palmen und Rankpflanzen und sowas, also wirklich in Riesentöpfen. Und ja, ich zeige euch einfach mal, was ich da mitgenommen habe. Ja, diese zwei Pflanzen sind es geworden und die sind echt mega hoch. Also ihr kennt ja sicherlich dieses Regal von IKEA. Anhand der Größe könnt ihr das ganz gut vergleichen, denke ich. Und zwar ist es einmal eine Yucca-Palme, die wirklich super gut aussieht. Total volle Blätter und dicke Stämme. Und das ist hier eine Skindapsus oder so. Moment. Skindapsus oder Syndapsus.
Das ist diese Rangpflanze und die rankt hier so schön nach oben an drei Strängen, glaube ich. Und ja, fand ich auch sehr cool. Vor allem, weil ich gerade vor ein paar Tagen noch gedacht habe, dass ich im Schlafzimmer noch irgendwie eine größere Pflanze gebrauchen könnte. Und jetzt schaue ich mal, ob ich vielleicht die Yuccapalme, glaube ich, noch mit ins Schlafzimmer stelle. Aber ja, bin ich auf jeden Fall ganz happy, dass ich die gekriegt habe. Und die haben pro Stück nur 10 € gekostet. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und es regnet schon wieder. Und hier ist gerade voll der Straßenlärm. Also ich habe das Gefühl, diese Woche wird nicht das beste Wetter. Leider. Da bin ich wieder. Ich stehe wieder bei meinen Pflanzen. Ich habe eben unterrichtet und war noch kurz bei Aldi, weil ich dachte, vielleicht kann ich noch eine andere schöne Pflanze ergattern. Stattdessen habe ich aber in dem anderen Aldi, wo ich jetzt eben war, keine Pflanzen gefunden. Die standen hinter der Kasse, also quasi beim Ausgang. Da habe ich dann nicht nochmal geguckt, beziehungsweise mir ist nichts ins Auge gefallen. Aber ich habe was anderes entdeckt. Und zwar diese Blumentöpfe. Und das ist natürlich perfekt. Ich hoffe halt auch, dass diese riesen Töpfe, also bei dem bin ich mir nicht so sicher, da reinpassen. Aber der hier sollte auf jeden Fall reinpassen. Und da hat einer nur 3,99 gekostet, glaube ich. Ich könnte nochmal auf den Bon gucken. 3,99 gekostet. Und ja, ich habe eben noch Marabu-Schokolade gekauft und noch Blumenzwiebeln. Da habe ich aber jetzt eine ganze Auswahl von. Die kann ich auch noch mal irgendwann in die Kamera halten. Das mache ich jetzt aber nicht, denn ich möchte jetzt erstmal gucken, ob die Töpfe in die Übertöpfe passen. Ich habe mich richtig gefreut, weil die sind manchmal so schweineteuer. Wenn ich überlege, der große Übertopf hier bei der anderen Palme, also bei der hier, hat 20 € gekostet. 20? Nee, 30. 30 € gekostet. Also das war kein Schnäppchen. Und deswegen dachte ich, ich nehme einfach mal drei von denen mit. Hab jetzt 12 € dafür bezahlt, für drei Stück. Und es gab auch weiße und rote und hellgrau und so weiter. Aber ich dachte, das Grau passt auf jeden Fall am besten in mein Schlafzimmer, wo ich ja auf jeden Fall mindestens eine von den zweien hinstellen möchte. Und ich gucke jetzt mal, wie das so passt. So, Pflanze 1 steht in der Ecke. Ich habe eben auch mal versucht, meine Monstera ein bisschen zusammenzubinden oder hochzubinden, weil die irgendwie voll in die Breite gegangen ist. Das ist noch nicht so optimal, aber die, ja, muss einfach mal irgendwie weiter wachsen und dann schaue ich mal. Diese Pflanze hier unten, die geht so ein bisschen unter gerade, aber ich finde es nicht so schlecht. Vor allem, weil ich wusste, dass die Töpfe, also ich habe halt hier so gräuliche von IKEA und ist jetzt hier leider ein bisschen dunkel. Und die passen farblich sehr gut zu diesen neuen großen Töpfen. Also der hier passt da auch perfekt rein. Deswegen habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass der andere Topf zu groß ist für den Übertopf. Aber das werde ich jetzt mal testen. Und mit der Ecke bin ich aber schon relativ zufrieden jetzt. Ich hatte nämlich gerade vor ein paar Tagen gedacht, da könnte noch was Höheres hin. Und das finde ich so ziemlich gut. Und grau passt auch mit den Töpfen jetzt hier sehr gut in mein Schlafzimmer, weil ich ja auch die grauen Gardinen habe und graue Kissen und so weiter. So, und da steht die zweite Pflanze. Ich weiß nicht, warum ich das Gefühl hatte, der Untertopf ist größer, aber der ist genauso groß, wirkte wahrscheinlich nur anders, weil da nicht diese fetten Stämme mit in der Erde drin waren. Aber auch das finde ich sehr schön. Ich weiß nur noch nicht so ganz genau, wo der hinkommt oder die. Das muss ich mal gucken. Sowieso habe ich ein bisschen überlegt, mein Wohnzimmer einen Tick umzustellen. Nicht viel, aber so ein bisschen. Und das werde ich wahrscheinlich morgen oder am Freitag machen. Das heißt, das zeige ich euch dann. Und dann kriegt diese wunderschöne Pflanze, die so schön hochgerankt ist, auch vielleicht ja, einen festen Platz. Mal sehen. Erstmal lasse ich sie jetzt hier stehen. Und ich werde sie jetzt mal gießen und verpflegen mit diesen Bewässerungssteckern, die ich ebenfalls von Aldi hatte und hoffe, dass sie sich bei mir gut einleben. So, ich bin bewappnet. Die sehen gar nicht so groß aus, wenn sie im Topf stecken, aber die sind eigentlich ganz schön groß. Mal wieder meine Hand als Vergleichsgröße. Und ja, ich werde ihn jetzt mal hier in die Erde stopfen und hoffe, dass das da noch reinpasst.
So sieht das Ganze jetzt aus und es macht komische Geräusche. Wahrscheinlich, weil gerade in der Erde so gut wie keine Flüssigkeit war und das jetzt erstmal aufgesogen wird. Es hört sich auf jeden Fall ein bisschen komisch an. Ja, Hallihallo, es ist kurz vor 12 oder inzwischen schon 12 und ich werde den Tag heute jetzt hier beenden. Ich habe heute irgendwie nicht mit euch gesprochen. Ich habe mich um den Haushalt gekümmert, habe ein Video gefilmt, das habt ihr aber auch gesehen. Und dann habe ich unterrichtet bis um 9, war gegen 9:30 wieder zu Hause, habe einen Whopper gegessen. Den habe ich nicht gefilmt. Das müsst ihr mir jetzt so glauben. Und ansonsten habe ich noch das Bachelorette-Finale geguckt, beziehungsweise dieses Wiedersehen, was danach lief. Und ich konnte mir schon denken, dass Keno die Rose bekommen hat, beziehungsweise angenommen hat. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr auch Bachelorette verfolgt habt und wenn ja, ob ihr auch Keno-Fan wart oder ja, vorhergesehen habt, dass Keno gewinnt. Ich habe das irgendwie nach Woche 2 schon gesagt und fand ihn eigentlich auch am sympathischsten. Und jetzt mache ich schnell die Augen zu, weil ich morgen um 9 den nächsten Kurs habe. Das heißt, ich muss relativ früh aufstehen und werde jetzt ganz schnell schlummern. Gute Nacht. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Keine Sorge, ich habe meine Hände beide am Steuer, halte das Telefon nicht fest und bediene es auch nicht während der Fahrt. Ja, es ist viel zu früh. Jetzt kommt hier gerade ein Flugzeug vorbei. Auch nicht schlecht. That's Hamburg, ich stehe gerade an der Ampel. Was wollte ich eigentlich sagen? Guten Morgen und ich bin müde. Und das ist einfach nicht meine Zeit. Also normalerweise fängt mein Unterricht immer erst nachmittags an und geht dann in den Abend rein. Das hat Vor- und Nachteile. Man kann
fast jeden Tag ausschlafen oder ich kann fast jeden Tag ausschlafen. Aber ich muss mich natürlich dann um alles, was man nach der Arbeit sonst machen würde, vor der Arbeit erledigen. Und ja, der Abend ist dann halt immer voll und man hat auch dann abends, wenn die Freunde Zeit haben, keine Zeit, weil man unterrichtet oder die unterrichten selber. Das gibt es natürlich auch. Aber nun gut, ich habe auf jeden Fall hier noch irgendwo einen Kornigeli. Den werde ich jetzt noch frühstücken, weil ich morgens so schnell irgendwie noch nichts essen kann nach dem Aufstehen. Und ein bisschen was im Bauch haben ist aber nicht verkehrt. Deswegen gibt es jetzt hier einen ungesponserten Corny-Riegel. Und ja, dann melde ich mich. So, kleiner Aldi-Haul. ja, ich bin nicht der Lebensmittelprofi, ernähre mich überhaupt nicht gesund, aber ich habe mir jetzt eben mal was für Mittag/Frühstück geholt. Und zwar gibt es gerade hier diese Italia-Woche sozusagen, italienische traditionelle Pizza-Fladen und Classic-Fladen, schön nass geregnet. Mozzarella, Hähnchenbrust und Tomaten möchte ich da drauf machen. Und ich habe auch noch Salat und Paprika im Kühlschrank, glaube ich. Dann habe ich mir noch mal ein paar Corny-Riegel geholt. Pro Packung 99 Cent im Angebot, deswegen habe ich da gerade ein paar mehr von mitgenommen. Und zum Braten habe ich hier noch Pflanzencreme und Milch. Die war alle. Genau. Ich hatte aber keine Tasche dabei, deswegen habe ich jetzt keinen Großeinkauf gemacht. Und jetzt werde ich mir mal schnell ein Käffchen machen und Mittagessen. Übrigens sieht es draußen mal wieder so aus. Zur Abwechslung. Vorhin schien noch die Sonne und jetzt regnet es wieder. So, entschuldigt das Licht, aber irgendwie ist es Herbst und dunkel und ja, ungemütlich. Aber ich habe eben festgestellt, dass ich noch Reste von gestern hatte, Kartoffelpüree und Gemüse. Deswegen habe ich mir erstmal nur ein Stück Hähnchenbrustfilet angebrutzelt, habe jetzt hier meinen Kaffee, zwei Soßen und werde das erstmal verspeisen. Und die Wrap, Pizza, Teig, was auch immer, Taschen, die gibt es dann wahrscheinlich später oder morgen. Mal sehen. So, das Sticker-Video, das eventuell sogar schon vor dem Vlog online gegangen ist, exportiert gerade. Ich glaube, das werde ich heute dann auch direkt noch hochladen, denn letzte Woche kam das letzte Video online und mein Laptop pfeift hier gerade mega doll. Und ich werde jetzt mal meinen Unterricht heute Abend vorbereiten. Also, das klingt so, als wenn ich immer kurz vor knapp meinen Unterricht vorbereite. Ich habe soweit meine ganzen Stunden, Programme, Konzepte und so weiter sind fertig. Allerdings habe ich ein neues Projekt angefangen, wo ich Turner supporte und denen helfe bei ihren Kühen. Und da muss ich mich dementsprechend dann auf die Kühe von den einzelnen Personen vorbereiten. Und da werde ich mir jetzt mal die Kühe angucken, die ich letzte Woche gefilmt habe, um die es heute Abend gehen wird und schauen, was man daran noch so verschönern kann. Denn ich bin jetzt so ein bisschen der tänzerische Input, was ziemlich cool ist, weil ich da nochmal in so eine andere Sparte reingehe. Mit dem Turn habe ich eigentlich nichts am Hut bisher. Und ja, ich schnupper da so ein bisschen in die Turnerrichtung rein, lerne von denen natürlich auch noch ein bisschen was und kann denen aber auch noch einiges beibringen. Und das ist auf jeden Fall ein cooles Projekt. So. Ich bin zu Hause. Oh, ich dachte, ich hätte einen Fleck auf der Nase, aber das ist auf dem Display. Ich bin zu Hause, ich habe Feierabend und ich bin K.O. Ich habe um 9 Uhr morgens angefangen. Dann hatte ich ein paar Kurse, dann hatte ich Pause, wo ich aber mich um andere Sachen gekümmert habe. Und dann habe ich bis 9 Uhr weitergearbeitet und jetzt bin ich zu Hause und habe mir gerade was zu essen gemacht. Ich blende das auch hier gleich mal ein. Und zwar habe ich so ein Pizzateig-Ding benutzt. Und Mozzarella, Tomate, Pomodori und ein bisschen Frischkäse oder Quark oder sowas mit drauf gemacht. Ich hoffe, das schmeckt. Und als kleine Beilage habe ich à la Zoella noch ein bisschen Kartoffelbrei. Die macht das auch immer, die mag
Mash heißt es, glaube ich, auf Englisch total gerne und bestellt es immer extra. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wisst, wovon ich spreche. Ansonsten werde ich jetzt noch kurz den Fernseher anmachen und den Abend ausklingen lassen. Ja, good morning in the morning. Es ist, lasst mich kurz gucken. Gott, es ist kurz nach 11. Wo ist die Zeit hin? Ich bin frisch geduscht, habe aber noch nicht gefrühstückt und habe sehr langsam heute in den Tag gestartet. Oder bin. Zu früh für deutsche grammatikalisch richtige Sätze. Hab den Tag langsam angehen lassen, werde mir jetzt ein Käffchen machen, ein bisschen Frühstück machen, vielleicht auch schon wieder sowas Richtung diese Pizza von gestern. Das war nämlich ziemlich lecker. Und der Plan für heute ist auf jeden Fall, dass ich noch ein Geschenk besorgen muss. Und ich glaube, ich werde zu Sustrene Grene fahren, weil da gibt es ja immer ganz schöne Kleinigkeiten, Deko und so weiter. Und dann habe ich noch ein Kaffee-Date mit meinem besten Freund. Und heute Abend werde ich noch eine Freundin vertreten, die ist nämlich leider ein bisschen im Knie verletzt. Und da springe ich heute für sie ein, sonst hätte ich nämlich heute tatsächlich frei. Und morgen geht es dann zu meinen Eltern und abends zu einem Geburtstag. Und dafür brauche ich auch das Geschenk. Ja, jetzt gibt es aber erstmal Kaffee, Frühstück und wach werden. Kleines verkramtes Outfit of the Day. Man missachte hinten die Sachen auf dem Bett. Graues T-Shirt bzw. Langarm-Shirt von S. Oliver. Cardigan von S. Oliver. Hose von S. Oliver. Schuhe sind, glaube ich, von H&M und schmutzig. Taschen auch höchst schick. Der Beutel ist von S. Oliver. Ich habe da immer gearbeitet, falls ihr es nicht wisst. Und die Tasche ist von Zalando und zwar von Anna Field und die ist sau cool, weil die hat mehrere Fächer und ich finde das richtig genial. Die hat hier so ein Reißverschlussfach und dann zwei geteilte Fächer auf den Seiten und man kann sie hier zusammenklipsen, wenn man nicht so viel drin hat. Und man kann sie aber auch aufklipsen, wenn man noch spontan einen Großeinkauf im Aldi macht. Dann habe ich hier noch einen Beutel drin, das sieht gerade so ein bisschen wurstelig aus. Und ein Taschentuch und alles Mögliche. Kleine Täschchen sind immer gut für Kleinkram und so weiter und so fort. Und jetzt geht es los. Der Schal ist übrigens auch von der Solver. Was soll man machen? So, ich zeige euch einmal meine Ausbeute von Sustrene Grene. Und zwar habe ich alles farblich passend in rosa gekauft, weil meine Freundin sehr gerne rosa mag. Und einmal diesen Notizblock hier genommen. Sie studiert noch bzw. wieder. Und deswegen dachte ich werde ihr so ein bisschen was zum Organisieren holen. Dann habe ich hier noch, ich will es nicht so weit aufmachen, einen Weekly Planner. Die Seiten kann man allerdings rausreißen. Das finde ich ganz praktisch. Eine Geburtstagskarte und ein paar Stifte und das werde ich auf jeden Fall zum Geschenk noch dazulegen. Morning in the morning von einer sehr verstrubbelten Ria. Es ist Samstag. Heute geht es zu meinen Eltern, aber ich weiß immer nicht, wo ich hingucken soll. Ich glaube da. Mein Bruder kommt gleich und holt mich ab, denn er hat spontan entschieden, gestern Abend, dass er mit zu meinen Eltern kommt, auch wenn ich abends dann auf einem Geburtstag bin und nicht so viel da bin bei meinen Eltern. Aber er dachte, er ja, kommt spontan mit. Und deswegen habe ich jetzt nicht mehr ganz so viel Zeit. Möchte noch kurz zu Obi fahren, nach einer schönen Pflanze gucken eventuell. Auch nochmal für die Freunde zum Geburtstag. Ich finde Pflanzen schöner als ein Blumenstrauß, weil da hat man länger was von. Und vielleicht finde ich ja noch was Schönes. Da werde ich jetzt gleich mal hindüsen. Eventuell auch mit
diesen Hahn, weil ich habe keine Zeit. Und dann holt mich mein Bruder ab und dann geht es zu meinen Eltern. Ich freue mich. Wenn das nicht eine gute Methode ist, die Haare zu trocknen. Schon ein bisschen besser, oder? Auch wenn ihr alle ein bisschen querschlagen. So, auf geht's. Ja, ein kleines Outfit of the Day mit dreckigem Spiegel. Es tut mir leid, ich muss ihn unbedingt putzen. Aber ich habe gerade wichtigere Sachen zu tun. Haare nass aus der Dusche. Jacke von S. Oliver. Super kuschelig mit Teddyfell. Oberteil S. Oliver. Hose von S. Oliver. Man sieht es gerade nicht so gut. Die ist blau und sehr, sehr bequem. Schuhe sind schwarz. Manche sagen, schwarz und blau kann man nicht zusammen anziehen. Ich sehe das irgendwie anders. Ich finde, schwarz passt zu allem. Und immer noch dreckig und von H&M. Und ja, das ist mein lässiger Look, um jetzt einkaufen zu gehen und zu meinen Eltern zu fahren. Wieder zurück. Entschuldigt hier den Wäscheständer. Ja, ich bin ein normaler Mensch und muss Wäsche waschen. Ich habe noch eine Pflanze und einen Blumentopf gefunden, die ich sehr schön und passend fand. Beide in so einem lila Ton und die Pflanze, die Blätter, die glänzen richtig. Ich zeige euch die gleich nochmal. Und jetzt habe ich gerade noch schnell eine Rechnung abgeschickt von gestern, von Vertretungsstunden. Und packe noch das Geschenk ein, also dieses Trine-Grine Sachen. Und esse noch einen Happen, warte auf meinen Bruder und dann geht's zu meinen Eltern. Also wenn diese Pflanze nicht zu meiner Freundin passt, dann weiß ich auch nicht, weil die Blätter, die schimmern und glänzen und sie mag das total gerne. Und die Pflanze ist echt. Dazu habe ich diesen lilanen Topf. Moment, so rum sieht man es besser. Finde ich sehr passend zueinander. Und das kleine Geschenk. Muffins werden später gebacken. Und ja, ich glaube. Das ist doch ganz nett.